11 mal 13. Mir fehlt ein Brustkorb. Ah, ja, genau hier. So. So, gucken wir mal nach. Wo ist meine Dia-Spitzhacke? Lol, zwei Diamanten nur. Aus zwei Blöcken zwei Diamanten mit der Glück. War schon ein Glück, oder? Ja. Nicht, dass es falsch war. Das ist natürlich scheiße. Mir fehlt noch ein bisschen was an ja, Items. Da ist die Spitzhacke. Ah, oh, gut. Ja gut, ich nehme mal, ich mache mir ein Schwert draus. Nein, weißt du was, ich gehe mit und tu mir einfach alles ausziehen. Ich gehe da einfach hin. Was? Ich gehe jetzt einfach hin ohne irgendwas. Weil ich will einfach mal gucken, was der Schaden war bei denen und meine TNT-Blöcke mitnehmen. Ja, das ist mir scheißegal. Wir waren DSAS nicht. Oh. Ja, nicht mal irgendwelche Behauptungen zu machen, so ernsthaft geht gar nicht. Ey, weißt du was, wir machen jetzt Terror, weißt du was? Ich gehe zu denen rein und sag denen, wir können das nicht gewinnen, weil wir waren die ganze Zeit am Bauen, wir können es in der Aufnahme angucken. Ja. Yeah. Punkt. Ich schick dir, wenn du willst, die Aufnahme, dann kannst du nachgucken. Ich hab nichts kaputt gemacht, ich war die ganze Zeit am Bauen oder Farmen. Vollkommen richtig, bei mir genauso. Pussys, ey, weil. Immer auf die Schwachen gehen. Immer auf die weniger haben als die anderen, ne? Immer auf die Schwachen gehen, gell? Lass anklagen. Es will sogar... jetzt kommt der Witz. Kalle tut rummotzen, dass du ne verfickt sagst, ey. Es ist... Ah! Also ich will auf jeden Fall mein Drecks Eisen wieder. Ob ich mir das aus der Kiste nehme von denen oder nicht, ist mir scheißegal. Also ich fahre meinen scheiß Eisen nicht, damit die es mir dann wegmachen. Es ist nur ein Holzhaus von Tiberius, oder? Es geht ums Prinzip. Ganz kurz, von wem wurdest du in die Luft gesprengt? Von... Warte! Captain! Also Kalle! Also im Klartext im Spacken, der mich danach auch nochmal gekillt hat. Ja, gut, dann töte ich Kalle zweimal mindestens. Dreimal. Bitte. Mach's. Er hat's verdient. Punkt. Es geht ums Prinzip. Kalle hat uns nicht nur Eisen gestohlen, noch mehr gestohlen, Sachen weggesprengt, noch mehr gestohlen. Mich dann nochmal gekillt danach, dann nochmal gekillt. Nein. Er tut dann auch noch alles auf uns schieben. Ich nehme jetzt mal die feuchte Brücke kurz mit. Also, ne, weißt du... Kommst du, oder... Ja, ich baue mir gerade eine Rüstung. Achso, aus dir? Oder was? Nee, aus Stein... Eisen. Stein. Okay. Ich nehme mal kurz dieses Eisenzeug mit und weißt was? Ich habe nämlich keine ganze Rüstung mehr. Die ist nämlich so gut wie kaputt. Das Problem ist, würde man Holz nicht so schwer farmen können zur Zeit wegen den Blättern und so weiter, würde ich sofort... Obwohl, nee, warte, ich nehme die Gammelrüstung mit. Was laber ich? Warum soll ich die gute Rüstung mitnehmen? Ja, die gute Rüstung lege ich aber in die Kiste rein, falls ich dann halt verreckt, dann habe ich halt eine Rüstung noch. Nico? What? Sorry. Nico, warte! Nee. Du wartest. Also, Wir erklären's dir, du kriegst dein Zeug mit, aber du wartest, okay? Wir erklären's dir. Oh, hier ist ein Gewitter, das könnte ja vielleicht also, pass auf. Anzünden. Ja, mach mal. Pass auf, es hat in dem Moment wirklich nicht geregnet, also es muss quasi ein Brandstifter gewesen sein. Ja. Ja, und? Die Sache ist jetzt die, wir waren nämlich mal bei euch und da war nur Alex da. Und das war vor gar nicht allzu langer Zeit, deswegen dachten wir erstmal, dass du in der Zeit woanders warst. Dieser Tunnel, der nach unten ging mit Wasser, da war ich unten drinne. Okay, gut. Dann, war natürlich im ersten Moment sinnlos, dass Tiberius und Yuan ihr Haus und so alles selber anzünden, ne? Ja, Standard. Also könnt ihr das natürlich auch als gutes Alibi verwenden. Also im ersten Moment könntet ihr es nur gewesen sein. Ja, im ersten aber Moment. Wir haben es gesehen. Ja, im ersten Moment geht man aber nicht hin und sprengt einfach richtig hart in die Gegend. Was? Ja, nein. Neben den Thron, direkt an den Thron. Hättet es vorher reingucken können. Ja, haben wir. Auch. Ja, wunderbar. Dann wisst ihr, was ihr mir zurückgegeben habt. Ja, können wir auch machen. Und Julian haben woanders gebaut und haben wahrscheinlich selber ihr Haus angebrannt.
Und unseres auch. Und deswegen werden wir die jetzt auch irgendwie suchen, weil wir wissen, die sind immer an uns irgendwo vorbeigefahren. Ja, wir wissen ungefähr, wo die sind. Die haben auch ihr ganzes Zeug mitgenommen. Haben dann wir gerade mal gecheckt. Wartet und wir kommen nach und helfen euch. Ja, die haben es nämlich jetzt verkackt. Lass mal alles mitnehmen. Ich meine, wir haben schon wieder sterben. Ah ja, das ist eben, warum ich wir haben schon Nico mit Absicht gekillt hat, war, weil ich fast tot war. Nichts Wichtiges kaputt gemacht. Nicht, ja, theoretisch. Also nichts Wichtiges gebautes, Häuser oder so. Es hätte schlimmer sein können. Ja, das auf jeden Fall. Also nichts gebautes oder so. Eben nur so ein Gang mit Kisten. Das waren nur 30 Eisen, glaube ich. Das glaube ich nicht. Ich hatte nämlich einen Stack drinne. Ich werde gerade gekillt. Von einem Zombie. Und ich kann auch weiterschreiben. Ey Nico, komm mal raus aus deinem Haus und schau mal nach, was da los ist. Ich baue da gerade ein Schild an deine Tür und ich kann weiterschreiben. Während dem Toten sitzt. Und ich bin tot gerade. Alter, du bist so breit. Okay, dann mal Boot bauen und mal... So geht es übrigens die ganze Zeit bei uns los, ne? Also die Eisen fehlen dir da. Also hättet ihr richtig Pech gehabt, hätten wir unsere Glücksspitzhacke dabei gehabt, dann wäre es mir egal gewesen. Was? Dann hätte ich die zurückhaben wollen oder richtig Beef. Okay. Ich habe nämlich Glück 3 drauf. Ich habe ein bisschen was, es gewittert gerade bei uns. Aber Alex habe ich ganz schön geil weggenatzt. Ich hab nichts gesehen. Ja, ich hatte nur gar nichts. Okay, lass uns in die Koordinaten gehen. Das ist nicht wegnatzen, das ist feige Bullshit-Scheiße. Guck mal, jetzt können wir gucken, ob Tiberius hier vorbeikommt. Stimmt. Ich muss mir noch ein neues Schwert machen. Ich stell mich grad mal hoch auf mein Haus, weil, wie gesagt, es gewittert. Ich töte dich mit deinem Bruder, ja. Alter. Das ist das Gehirn deines Bruders, Alter. Scheiß Zombie. Interessant. Ich hab keinen Bock, dass hier wieder irgendwas abbrennt. Dass mein Haus zum dritten Mal abbrennt, hab ich keinen Bock drauf. Ist auf jeden Fall richtig assi, hier irgendwas weg. Allgemeine Grundregel, baut nichts aus Holz. Ja, Gewitter ist irgendwie echt schon. Ich hab da immer Angst, dass es irgendwann echt Feuer fängt. Aber Stein sieht endlich aus. Noch irgendwo ein Eisenschwert? Nein, ja, du kannst dir den einen Steiner machen, den coolen Stein, deswegen. Ja gut, stimmt. Müsstest ja, eigentlich oben so eine Schutzschicht Stein drauf machen. Ja, irgendwie sowas. Oder keine Ahnung, ab und zu mal ein bisschen Stein mit. So Steinblockaden. Nico, oh mein Gott, zu uns. Oh. Gleich, ich mach mir gerade Unsichtbarkeitstränke. Ja, okay. Karl, ich hab mal Boote gemacht. Ich platziere die hier mal im Wasser, ne? Okay. Im Lager. Ich hab aber keinen Shit. Alex? Du hast keinen Shit. Moment. Hast du, so, TNT, da hab ich dabei. Hast du Sand? Ey. Alter, wir sind so verplant, ey, ernsthaft. Wir haben wie so viel Sand. Ja, ich hab einen Strand neben dran. Ich musste aber, ich will da nicht hinlaufen. Das ich muss kurz in meine Festung rein. Wir haben eine Sandinsel. Ah ja, was meine Festung angeht, die wird noch anders. Alter, der Weg, den du da mega fliegst, ist der Hochweg. Ah, okay. Genau, bei uns auch. Ich der Hochweg, Angst, der wird noch anders. Einschlägt. Bei uns ist mega Gewitter. Ja, ein Dach aus Stein wäre halt voll praktisch, ne? Wie weit die weg sind? Nee, na gut, kann auch sein, dass die einfach irgendwelche Koordinaten geschrieben haben, ne? Ja, klar. Stimmt, gut, ich habe ein Eisenschwert, passt. Warte mal, das wäre dann... ich habe ein Dierschwert, das nehme ich ja. Ja, echt? Passt. Ich habe auch ein Dierschwert. Das wäre dann in die Richtung hier, theoretisch. Wo die hin sind. Nein. Das sind sie nicht, die sind da lang. Ja, definitiv, jedes Mal. Die haben falsche Koordinaten geschrieben. Kalle, Kühlern, ob das hättest du meine Festung gesprengt, Alter. Ich wäre im Real Life zu dir gefahren und hätte offiziell... Mit irgendwas scharf. Persönlich. Ich habe genug Messer in der Küche. Man sagt persönlich. Ein paar davon hier reingestochen. Weil ich so man viel sagt immer noch persönlich. Man sagt immer noch einfach persönlich. Nur weg, nö. Doch, man sagt persönlich. So ein einfacher Tunnel wegsprengen, okay. Aber eine Festung, die viel Arbeit gekostet hat. Nein, Quatsch. Okay, wir haben 4 Boote. Ja. Müsst den Kleinen warten, ich bin nämlich noch auf Zombie-Abwehr. Also irgendwas gebautes Haus oder so wegspringen. Auf keinen Fall. Halt gut, nimm doch am besten genug Essen mit, ich weiß nicht, wie weit das weg ist. Ich kann auch Melonen abfarmen. Nur Tiberius ist auch eben die ganze Zeit, wahrscheinlich hat er sein Zeug geholt, hin und her gefahren in den Häusern. Ja, das heißt, weil als ich mal bei denen war, da hat er auch irgendwie an seinen Kisten rumgewerkelt. Die wollten halt umziehen, würde ich sagen. Na genau, und deswegen haben die ihr Haus abgebrannt. Und haben dann gesagt, ja, unser Haus abgefangen, oh mein Gott, oh mein Fuck. Aber weißt oder du, sowas ist halt wieder professionell Trolling, muss ich jetzt schon sagen. Ja. Naja, Grenz ist eigentlich schon wieder creeping, weil abbrennen. Ja, je nachdem, also das war dann halt blöd gelaufen, das ist halt bei euch. Naja, hat Blacky da überhaupt sein Wort dazu gegeben, dass sie das machen dürften?
Das Problem ist, wenn sie ihr Haus abgefackelt haben und es euer Haus erwischt hat, beziehungsweise die Brücke. Ne, die Brücke haben sie. Nee, da ist genügend Platz dabei. Ah, okay. Haben die im Nachhinein noch gemacht. Fischen, ne? Ja. Ja, weil wenn das so gewesen wäre, könnte man nichts machen. Ja, aber die haben die mit Absicht gemacht. Dann wär's halt das, ja, Absicht, klar, aber es wäre halt diese. Die sind auf den Spawner gezogen! Können die gar nicht, kann man nichts bauen. Doch. Nein. Wo da sind noch keine Pfeile? Ich hab nur ein paar Pfeile. Ich kann dir welche geben, ich hab noch. Lass den Spawner mal wegsprengen. Das ist gut, warte, ich komm runter. Lass den mal wegsprengen, den scheiß Spawner. ich hätte noch TNT. Wir haben auch genügend, dank Peppy. Wir haben genug von Peppy. Ja, Peppy, aber ich hab einen auch noch. Ja, Peppy hat ja am meisten gehabt, der hat Ding abgefarmt. Lass erstmal gucken, ob da oben Zeug ist. Beim Spawner. Ich hab doch Glas, scheiße. Ja. Wozu brauchst du jetzt Glas? Gefäße? Achso. Ich guck mal, ob die noch irgendwelche Sachen haben, die lass ich mal mitgehen. Oh, dann brauchen wir aber Gunpowder. Hatten sie nicht, ich habe im ganzen Lager geguckt. Okay. Alter! Ich guck noch mal Nico, bei Twitter. Nico, wir brauchen Gunpowder. Gunpowder. Ach, hier ist eine Witch. Und weißt du, was wir machen? Warte, ich klatsche. Eine Witch, Left 4 Dead. Weißt du, was wir da machen, oder? Ja, genau, eine Witch. Nicht die Witch lang, nicht die Witch lang. Gunpowder, machen einfach ein bisschen einen auf Witch und tun einfach ein paar Gift Potions da hochschmeißen. Und Schadenspotions, Instant Schadenspotions. Weißt du, wie man die craftet? Ja, weiß ich alles. Ja, klar. Dann. Hui. Gibt's Fettbeef. Ich würde auch sagen, wir überziehen heute ein bisschen einfach so viel Audio, weil. Wasser. Hitler einen Bart hatte. Hatte er? Oh mein Gott. Gibt's doch gar nicht. Gibt's doch gar nicht. Okay, weil so, Hitler Österreicher war. Okay, er war ein Bett, das habe ich mal abgebaut. Doch. Die Redstone-Blöcke sehen noch holen. Schön aus. Ich weiß auch nicht, was du holen wolltest. Ich weiß auch nicht mehr, das Problem. Also ich bin dann unsichtbar on the row, ne? Ne, halt, waren Pfeile. Hm? Nein. Wo sind noch Pfeile? Ich brauch Pfeile. Achso, ich kann dir welche geben, ich hab noch ein paar. Warte, ich komm zu rein und gib her. Brauchen wir Feuerzeug? Nee. Ja, doch, klar. Ich will nichts abbrennen. Ich will mich da nicht mehr in die Scheiße reinreiten. Ja. Habt ihr gepeilt? Reiten. So. Also ich würde sagen. Mega schlecht. Beef? Schallplattenspieler noch. Oder tust du noch ein bisschen was? Lass sie dann mal immer spawnkillen und so. Das ist schon eine goldene. Vor allem, wir haben denen nie was getan. Warum die dann einfach anfangen, die dumme Brücke anzunehmen? Weil ich hab die Bears immer geholfen und alles, ne? Ja, ist es. Das ist es ja. Weißt du was, Nico? Ich glaube, hier kann uns überhaupt Blitze nichts anhaben, weil hier tut's nicht gewittern. Kommt jetzt mal bitte her. Ah, noch eine Stunde. Da. Deswegen habe ich auch einen Pilz bereitgehalten. Stimmt ja. Zucker, wo bist du? Zack, rein. So, lol. Kommt mal. Oh mein Gott, ist das viel! Was meinst denn du, Hühner? Da ist sogar ein Schweinchen drin, wenn ich es richtig sehe. Was? Bei meinen Hühnern? Oder? Oh, warte, aber da hinten ist gerade ein Blitz eingeschlagen, nicht, dass es in dein Haus war. Ey, Leute, ja, also Richtung Haus aus. Vorhin so viele Hühner. Alter, hör auf, die zu töten! Weißt du, wie viele Eier wir kriegen im Sekundentakt? Ja, ist doch geil, Alter. Wollen die Truhe volllaufen. Und schau mal, wie viele Eier noch hier drin sind. Nico! Schwört ihr auf eure Mutter, dass ihr es nicht wart? Ja. Das Jahr hat sich gerade sarkastisch angehört. Wir haben es in der Aufnahme. Ja, Dude, wir haben Aufnahmen. Ich schwör auf alles, ja? Ja. Auf alles. Das können wir machen. Wir schwören sogar auf deine Mutter und. Weißt du was? Weißt du, ich schwör auf. Ich hab das Beste, wie ich schwören kann. Ich schwör darauf so stark, wenn ich lügen würde, würde ich meinen Kanal löschen. Ja, aber ich schwör auf Pascals Vater, ey. Beste Schwören ever. Nee, ich lösch meinen Kanal, wenn ich lügen würde. Okay. Dann brauche ich nicht löschen. Okay, gut. Weil ich ja nicht lüge. Das kann man beanstalten. Also, ich geh jetzt. Kubi, hör doch mal auf. Ich komm jetzt auf den Weg zu euch. Gell, Kubi, hör auf. Kubi, ich komm zu dir. Kubi. Ja, kommt her. Nein, ich kann mein ganzes Samen nicht reindrücken. Nein, das hat sich nicht komisch angehört. Hat es sich nicht. Das immer wieder, ich suche jetzt gleich wieder. Ich gehe gleich wieder in den Nether und suche nach dem weißen, was wir gehen jetzt erstmal zu den Töppen hin. So. Natürlich. Gleich bin ich da. Samen rein. Also ich habe mein TNT jetzt daheim gelassen, weil ich mal denke, dass ich das nicht brauchen werde. Ich brauch's auch nicht. Bei mir, dann werden die jetzt nicht so lange weg. Schnell. Ja. Ey, wir sollten echt noch ein paar wir sollten echt den Server auf Forge machen, Alter. Und dann noch ein paar Mods wie Teleporter drauf. Ja, das Bett ist jetzt nicht mehr da. Dem ein Reim gehört. War der schön.
Ich fand den schön.